Einen wunderschönen guten Tag und willkommen zu einer Episode Town of Salem. Könnt ihr euch noch erinnern, damals, als man noch Spaß oder als ich noch Spaß hatte an Town of Salem, es dauernd gespielt, gestreamt habe, damals, als man noch nicht unbedingt ausrasten musste, nur wenn man das Spiel gestartet hat. Das ist lange her, und zwar ist das 6 Jahre her. Und ich dachte mir, weil heute der 6. Geburtstag quasi des ersten Videos von mir ist, müssen wir nochmal rekapitulieren und wieder reinschauen in Town of Salem. Es ist schon länger her bei mir und man erkennt es nicht wieder. Ihr seht das hier, wie es jetzt aussieht. Ganz neues Layout, alles neu, ja. Man kann natürlich auch zu Coven, ist ja schon vor langer Zeit reingekommen, das TLC wechseln. Wir spielen eine Classic-Runde. Ich kann nicht reden. Eine klassische Classic-Runde, weil wenn schon, denn schon, würde ich sagen. Es gab auch für mich, ich hatte 2 Freundschaftsanfragen. Warum, weiß ich nicht. Warum mir noch jemand Freundschaftsanfragen schickt. Ich spiele das quasi nie und wenn, dann bin ich ein sehr, sehr unangenehmer Mitspieler. Wir sehen ja die klassische Zusammenstellung mit neuen Bildern. Das sieht super aus. Es sieht nett aus. Ja, wir sind alle bereit. Und mal gucken, ob ich das Spiel noch kann. Ich müsste die Originalrollen noch hinkriegen. Und ich bin gespannt. Wir werden natürlich mit dem Namen starten, den ich meine, ich auch in der allerersten Runde genutzt habe. Ich glaube, damals war ich noch als Sherlock unterwegs. Oder war ich als Krian unterwegs? Ich glaube, ich war damals noch als Krian unterwegs. Und wurde Framer in der ersten Runde. Soweit kann ich mich noch dran erinnern. Also erste Runde im Sinne von erste Episode. Das war damals nicht meine erste Runde. Ich habe damals schon einige Runden gespielt gehabt. Und wir wollen mal gucken, wie es klappt. Ich hoffe natürlich, kein Framer zu werden. Ich würde gerne eine Zaunrolle werden. Und hoffentlich bis zum Ende leben. Und eine spannende Runde haben. Oh, ich habe anscheinend Scrolls drin. Sehr gut. Ah, oh, schade. Investigator wäre super gewesen, meine Lieblingsrolle. Aber Jailer ist in Ordnung, auch wenn ich als Jailer in einer Classic-Runde nicht unbedingt Spaß haben könnte. Random lynching a player favors the evil roles. Schöner Tipp. Interessiert nur keine Sau in dem Spiel. Aber ist in Ordnung. Ist in Ordnung. Man kann nicht alles haben. Und wir müssen mal schauen, wo schreibt man denn nochmal den letzten Willen? Wo jaile ich? Wie mache ich was? Oh mein Gott. Ah, man kann hier direkt aussuchen. Ich nehme Pew 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 mit. Ich kann das nicht mehr. Hilfe. Wie sieht das aus? Wo ist mein letzter Wille? Ah, Hilfe. Hey. Whoa, please. Ich weiß wirklich nicht mehr, wo ich meinen letzten Wille mache. Hier unten. Alles klar. Krian, The Jailer, Night One, Pew, 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 Medium. Hashtag alles Noobs. Außer Mutti. Sehr gut. Okay. So ist nicht geplant. Wir haben aber eins, und das ist ganz wichtig. Das finde ich super, dass das funktioniert. Wir haben einen Lever. Das heißt, Report. Easy Report, weil er gelieft hat. Hier, Game Throwing. Left Night One. So macht man das. Serial Killer hat Edward Bishop getötet. Der Investigator, das ist uncool. Den hätten wir noch gebraucht. Und er war wirklich Investigator. Sehr, sehr unschöner Start. Wir wissen immerhin, dass Pew 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 kein SK ist. Es gab keinen Mafia-Kill. Was aber nichts bedeutet. Sheriff auch raus, ja. Das sind so Gründe, warum dieses Spiel eher schwierig ist. In Ordnung. Matt's curse by just claiming it day one. I'm Sheriff as well. Wir haben Random Town confirmed. Es ist nicht wirklich confirmed. Please laugh. Interessant. Also wir werden auf jeden Fall jetzt Persona claimed, dass er
in echt SK wäre. Dementsprechend nehmen wir mit, exekutieren ihn. Das ist easy. Wir haben hier auf jeden Fall Probleme. Second Medium Claim. Night 2, Persona, Claimed SK, Execute. Ich hoffe, ich weiß, wie man das macht. Close and Safe. Ja, ich würde dem zweiten Sheriff Claim nicht wirklich vertrauen. Weil es ist ein Random Town Claim. So oder so. Ich hoffe, ich kann jetzt richtig exekutieren. Wie mache ich das? Ich hoffe, ich krieg's hin. Veteran, schöner Claim. Hier. Tschüss. Have a nice day. Ja. Sorry, mein Freund. Ich bin schlau. Jemand sagt, dass ich schlau bin. Ich fühle mich so gut. So, Lion und Samuel Paris sind ebenfalls tot. Mal gucken. Samuel Paris starb. Hat jemand den Veteran besucht, nehme ich an. Die Mafia, okay. Dann wird Lion zum Veteran gerannt sein. Escort ist down. Kein letzter Wille. Lion, Veteran. Ja, er ist zum Veteran gerannt. Hoffentlich hat er einen echten letzten Willen dagelassen. Kein letzter Wille. Aber Bethesda, wie der hieß, hat einen letzten Willen hat geclaimed. Good job, Veteran. Only two maps to go. Ja, es läuft gut. Ich habe ein bisschen Angst, dass es zu gut läuft. Nice, Jailer. Easy. Okay. Damit haben wir wahrscheinlich ein... Warum sagt Please Love Fuck You Vet? Nein, es... Er hat doch schon Veteran geclaimed. Am letzten Tag. Ja, eben. Nein, ist suspicious. Er hat doch Veteran geclaimed, es gibt keinen Counterclaim. Wo kann man denn nochmal hier die Kill Note? Das gibt's nicht. Ich bin mit dem neuen, es sieht so ganz cool aus, aber okay. Was ist mit Please Love los? Ich werde, Please Love mal mitnehmen. Wir nehmen Herbert mit. Wir nehmen Herbert mit. Hey. What's your role? Herbert. Ich bin nicht mehr ganz so drin wie früher. Früher konnte ich das alles parallel machen, so mit Lesen und so. Ja, das ging alles relativ gut. Herbert. Doktor. Please Love und John Procta. Alrighty. Stay safe. And eat an apple. Wir wollen mal schauen. Exekutiert wird er natürlich nicht, er kann kein SK sein, also habe ich keine Angst. Wir müssen mal gucken. Wir haben nicht getötet, das war Sinn der Sache. Die Frage ist halt, inwiefern was passiert. Please Love is down. Er war ein Sheriff Claim. Und wenn es hier ein Sheriff Claim gibt, müssten wir jetzt auf die Medium Claims gehen. Die Mafia hat ihn getötet. Wo kann ich nochmal auf den ersten Tag zurückgucken? Wahrscheinlich hier unten, oder? Medium? Medium. Please Love war nicht den, den ich zuerst hatte, oder? Piu, piu, piu.
Wir haben auf jeden Fall einige Probleme hier. Haben wir einen anderen Lookout-Claim. Look at medium swirl. Four says two is lookout. Ja, aber es gab kein Counterclaim zum Veteran. Five is muff, hat er gesagt. Im Notfall wird er exekutiert. Ja, bin ich dran. Alles gut. Bethesda ist der Veteran, da gibt's keine andere Geschichte. Ja, wahrscheinlich ist 15 Echse. Du bist tot, mein Freund. Immer diese Medium-Claims. Piu, piu, piu. Execute. Executed. Ist das lustig? Nein, ist es nicht. Leider kann ich hier nicht selbst reinschreiben. Würde ich nämlich gerne machen. Das wäre ein echt schlechtes Wortspiel. I will. Wie waren nochmal die Ergebnisse bei Lookout? Ich habe sie nicht mehr im Kopf. Ich muss öfter spielen. Also wenn das alles richtig läuft, sollten wir hier relativ safe aufgestellt sein. Wir haben den toten Mafia-Typen. Mal gucken, ob Godfather oder Mafioso. Wenn alles gut läuft, ist er noch zum Veteran gerannt. Schade. Also wir haben Bathsheba confirmed. Wir haben Pike confirmed Lookout. Oh, noch ein Doktor-Claim. Herbert hat Doktor geclaimed, okay. Wir hatten den zweiten Sheriff-Claim, der natürlich eine Lüge ist. Weil der ist Echse. Wir hatten mal... Ja, das war der John Proctor. So, 15. Ja, eben. Pike ist intelligent, das macht mir Sorge. Echse. Herbert ist Doktor. Ikuso oder Gavit? Gavit. Das Problem ist, er könnte auch Jester sein. Die nehme ich mit. / W2, please watch my back. Bitte beachte du mal meinen Rücken. Was bist du? Hello, my friend. What is your role? Please. Night 5. Random Town Escort. Auf Wiedersehen. Ikuso. Claimed Random Town Escort. Wenn man es richtig schreibt, ist es noch besser. GG, mein Freund. Alles rausgefunden. Thanks. Es lief. Town of Salem kann wieder Spaß machen, wenn man es richtig spielt. Alles ausgeschlossen. Man wusste, okay, der eine ist Doktor, der ist Executioner, dann wird der wahrscheinlich Jester sein. Und dann musste Ikuso es sein. Die Schlussfolgerungen kamen einfach so in mein Gehirn. Und am Ende ist es halt einfach der Jailer, der dieses Ding hier in die Hand nimmt und exekutiert, was ich exekutiert werden muss. Bada, easy.
Ich hoffe, ihr hattet Spaß an dieser Runde Town of Salem. Erwartet nicht zu häufig Town of Salem, weil es ist und bleibt einfach Town of Salem. Good lookout. Wow. I'm surprised there are good players in here. Ja, 7 war Jester. Ein Executioner war halt klar. Alles gut gelaufen. Echt super. Oh, aber hier. Riffle Chianti. Ist Chianti richtig geschrieben? Anspielung an, hier, Schweigen der Lämmer. Wie dem auch sei, wir gucken uns die Game Summary an. Victory! Ja. Gute Quote. Es sieht alles neu aus. Interessant, dass man nicht mehr den Endbildschirm hat. Doch, den hat man hier noch. Man sieht, wer ist. Okay, ich hoffe, ihr hattet Spaß. Seid beim nächsten Mal dabei, wenn es weitergeht mit anderen Videos. Und bis dahin, schönen Tag und auf Wiedersehen.